Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. Regionaler Entwicklungsverband und Fasching, das sind die Stichworte zu den Beiträgen unserer Sendung. Zu Gast sind wir in dieser Woche im Lernzentrum Mürz-Zuschlag. Unmittelbar beim Busbahnhof in der Kirchengasse 12 ist seit Oktober des Vorjahres das Lernzentrum Mürz-Zuschlag etabliert. Geleitet wird diese Schülernachhilfe von Magister Harald Lechner. Hauptaufgabe ist die persönliche und schülerorientierte Betreuung. Im Mittelpunkt stehen die Kinder und Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen, von der Volksschule bis zur Matura. Im Lernzentrum angeboten werden die Fächer Mathematik, Englisch, Deutsch, Latein, Spanisch, Rechnungswesen sowie andere Fächer auf Anfrage. Interessenten müssen keine langfristigen Verträge unterschreiben, sondern nur Bindungen für einen Monat eingehen. Die Stunden werden fair und genau abgerechnet. Geplant ist außerdem Englischunterricht für Mädchen und Buben im Kindergartenalter sowie Griechisch und Englisch für Urlauber. Telefonische Anfragen unter 0660 4020 417 oder per E-Mail office@lern-zentrum.at. Zu einer Pressekonferenz lud kürzlich der Regionale Entwicklungsverband Mürz-Zuschlag in das Café Wien. Neben einer Rückschau gab es einen Ausblick auf geplante Projekte im Jahr 2018. Der Regionale Entwicklungsverband, abgekürzt REV, wurde 1980 in der Zeit des Niedergangs der verstaatlichten Industrie gegründet und hat seither mit vielen Projekten zur positiven Entwicklung der Region beigetragen. Der REV ist eben eine gewachsene Struktur, besteht aus den Bürgermeistern des ehemaligen Bezirkes Mürz-Zuschlag, 8 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Infrastruktur, Personal, wir haben auch finanzielle Ressourcen. Und es wäre eben schade, es gibt die Frage, brauchen wir das überhaupt, aber es wäre schade, wenn man darauf verzichtet. Wir haben heute einen Überblick gegeben, welche Projekte da im Hintergrund laufen. Und ich denke, für die übergreifende Arbeit über die Gemeinden hinaus, für die Region, ist es doch jedenfalls wert, diese Infrastruktur weiter zu nutzen, mit unseren Ideen zu befeuern. Und es kommen ganz respektable Projekte dabei heraus. Abgeschlossene Projekte sind zum Beispiel der Kulturbahnhof Mürz-Zuschlag, der Radweg nach Neuberg oder das ZAT-Personalservice. Neben wirtschaftlichen Aktivitäten stehen auch soziale und touristische Projekte im Vordergrund. Wir haben zum Beispiel in Kingberg eine Mountainbike-Strecke, die sozusagen des Tals bis zum Ochnerbauer sind und auf der anderen Seite bis zum Pölzl. Wir wollen aber den natürlich weiterführen über die Starnklalpe bis in die Starns. Spital, das war so ein großes Zukunftsprojekt und da sind wir gerade mittendrin und wir haben auch einen Nachtbus und Bus für uns auch in Zukunft großes Thema natürlich. Infrastruktur ist wichtig und auch da ist der REV ein guter Vermittler und zwar Kingberg, Starns, St. Barbara. Da gibt es ja Citybus Kingberg, dann St. Barbara Bus und jetzt haben wir schon die Busverbindung in die Starns geschafft. Wir sind dabei, ich hoffe, dass wird bis im März dann konkret, aber so konkret, dass man schon fahren kann, dass wir auch bis St. Barbara die Busverbindung haben. Auch da ist es wichtig, dass der REV mitwirkt und gemeindeverbindend sozusagen oder übergreifend die Arbeit aufnimmt. 8 Bus, dort hat man eine Werbekampagne über den REV abgewickelt, der die EU-Fördergelder aufgetrieben hat, um einfach eine App zu installieren, um einen Kinospot zu installieren, um ein Crashcar zu erwerben, damit die Jugendlichen sehen, was passiert, wenn man betrunken fährt. Und wir haben in der Marktgemeinde St. Barbara mit dem Regionalentwicklungsverband das Projekt Mitmacharchitekt umgesetzt, was ein wichtiges Projekt für die Jugend ist, damit einfach die Jugendverbindung zur Gemeinde, zur Region hat. Das ist jetzt ein Jahr lang gelaufen. 10 Jugendliche haben sich ein Jahr lang die Gemeinde angeschaut. Wie sieht die Jugend die Gemeinde? Der REV agiert gemeindeübergreifend und stärkt dadurch die Vernetzung innerhalb der Kommunen des ehemaligen Bezirkes Mürz-Zuschlag. Der Regionale Entwicklungsverband hat ja ein LEDER-Projekt eingereicht, schon im Vorjahr, mit insgesamt 45 Kilometer neuen Mountainbike-Strecken zwischen Spital, Mürz-Zuschlag, Langenwang bis Krieglach, die allesamt zum Windpark auf die Bretul führen. Spital ist in diesem Sinn besonders positiv betroffen und jetzt mit diesem neuen Projekt, die Beschilderung wurde ja schon im Herbst durchgeführt, ist unsere Mountainbike-Strecke, die bestehende jetzt auch angeschlossen über die Steinbachalm, Schwarzhögelalm bis auf die Bretul,
vor allem auch für die jetzt Zuschlager interessant. Man kann jetzt über den Auerspach direkt auf die Bretulle und dann über die Friedrichshütte wieder zurück mit dem Zuschlag fahren. Und da profitieren wir natürlich besonders davon. Neben der Ausweitung des Streckennetzes für Mountainbiker, der Initiierung des Jugendprojektes Mitmachidektin und der Nachtbusoffensive sollen 25 Ladestationen für E-Bikes errichtet werden. Und bei der Abwicklung der Aktion 20.000, die von der Regierung vorerst gestoppt wurde, konnten zumindest 2 Arbeitsstellen für Langzeitarbeitslose fixiert werden. Ein weiteres vom RFV unterstütztes Projekt wird im laufenden Jahr 2018 umgesetzt. In den 8 Gemeinden gibt es 2.569 Pflichtschüler, beginnend von den Volksschulen, neuen Mittelschulen bis zum Poli in Mützzuschlag, auch Gymnasium und so weiter. Und diese Kinder werden ganz einfach, wenn sie Aktionen durchführen, ob es eine Skifahrt ist zum nächsten Skilift oder in einen Hallenbad oder in einen Klettergarten oder ganz einfach in die nächste Gemeinde fahren, irgendwas besichtigen, werden pro Schuljahr und pro Kind derzeit mit 10 Euro unterstützt. Der gemeinnützige regionale Entwicklungsverband Mürzzuschlag hat sich als Schnittstelle und Drehscheibe für nachhaltige Projekte etabliert und soll auch zukünftig als Impulsmotor für die Region fungieren. Gegrillt, gebraten, geschmort oder gekocht. Die Snow and Beef Auftaktveranstaltung findet am Samstag, den 3. Februar, am Stuhleck statt. Ab 11 Uhr gibt es im Panorama-Restaurant W11 ein winterliches Grillfest mit Kostproben von saftigen Steaks vom Qualitätsrindfleisch mit dem AMA Gütesiegel. Echte Profis vom AMA Grillclub sowie der Doppelgrillweltmeister Andi Matzek persönlich geben Infos und Tipps rund um die Auswahl der besten Grillteilstücke vom Rind sowie zur perfekten Garzeit und richtigen Befeuerung. Die Aktion Snow and Beef läuft vom 3. bis 25. Februar in den Gastronomiebetrieben von Spital am Semmering. Also vormerken, Snow and Beef Eröffnungsevent am 3. Februar im W11 am Stuhleck. Die Voestalpine Böhler Bleche GmbH und Co. KG lädt am 3. Februar zum Lehrberufsinformationstag. Komm gemeinsam mit deinen Eltern und staune darüber, was die Praxis kann. Finde heraus, welcher Lehrberuf am besten zu dir passt. Schauen, ausprobieren, informieren beim Lehrberufsinformationstag am 3. Februar. Melde dich gleich an und besuche die Voestalpine Böhler Bleche in Mürzzuschlag. Telefon 038 52 3x die 5 26 46 1 oder E-Mail an gabriele.schlamp@voestalpine.com. Ramba, Zamba, Halligalli, das ist das Motto für den Fasching in Mürzzuschlag. Welche Veranstaltungen in dieser 5. Jahreszeit auf dem Programm stehen, erfahren Sie im folgenden Beitrag. Auch in Mürzzuschlag versetzt der Fasching die Stadt in einen Ausnahmezustand. Wie in den letzten Jahren sorgen auch heuer wieder zahlreiche Veranstaltungen für beste Laune in der närrischen Zeit. Für zahlreiche Veranstaltungen wieder verantwortlich ist die Mürzer Faschingsgilde. Am Faschingssamstag ist im Stadtsaal unser Faschingsgschnas, wo wir heuer, weil wir haben das 15-jährige Jubiläum unserer Faschingsgilde. Dadurch sind alle Maskierten herzlichst eingeladen und haben einen freien Eintritt. Und wir selber führen durchs Programm. Und am Faschingdienstag haben wir auch wieder einen tollen Umzug, wo jetzt schon 14 Wagen fix sind. Und wir hoffen natürlich, dass sich noch einige Kurzentschlossene dazu bereit erklären, wieder zu mitmachen, dass wir wieder einen tollen Umzug zusammenbringen. Und noch einen Umzug haben wir diesmal auch im Stadtsaal zusammensitzen mit Musik und die Ehrung machen wir auch. Durch das wir 15 Jahre Gilde haben und dadurch Gastgilden da sind, haben wir ein größeres Event. Aber ich will gleich einmal sagen, dass das keine Gegenveranstaltung ist zum Bäder, weil wir machen das miteinander. Ist das die Urkunde da? Ja, diese Urkunde haben wir in Graz von unserem Landeshauptmann schon gekriegt. Es war schon die erste Ehrung und einige weitere Folgen da heuer. Zurzeit präsentiert sich der Mürzer Stadtplatz noch winterlich, doch ab Rosenmontag wird hier wieder ein riesiges Partyzelt für die Närrinnen und Narren das entsprechende Ambiente zum Feiern bieten. Mit tollen Musikgruppen, so wie heuer Rosenmontag, die Mürzer Spitzbuben, Freunde und feiern auch einer 10-Jähriges.
Dann haben wir am Montag die Hafendorfer, die spielen bis 2 Uhr im Zelt. Die Disco geht bis 5 Uhr in der Früh mit 2 DJs und mit Tänzer und Tänzerinnen. Am Faschingsdienstag spielen wieder ab 10:30 die Mürzer Spitzbuben und dann die Partyband, was jetzt momentan sehr in ist, die Obersteirer, was Wiener Wiesen spielen und machen richtig Party und die Disco natürlich auch wieder. Um eine Veranstaltung dieser Größenordnung auf die Beine stellen zu können, bedarf es der Hilfe vieler Freiwilliger. Ohne meine braven Musikkollegen, nicht nur gute Musiker, sondern auch Freunde, und ohne meine Heinzelmännchen, was ich immer sage, was hinter die Bar stehen, meine Kinder und alle, meine Familie, was da zusammenhält, sonst wäre sowas nicht mehr aus privater zu machen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ich einen zahlreichen guten Besuch hätte. Der Faschingen-Mürz-Zuschlag bietet aber nicht nur ein buntes Programm für die Erwachsenen, auch die Kids kommen auf ihre Kosten. Die lieben es ja, sich zu verkleiden, wird schon immer genau überlegt, was man für ein Kostüm im Fasching anziehen könnte. Und da gibt es wahrlich im Zuschlag und in Hönigsberg ein paar Gelegenheiten, wo man dieses Kostüm dann ausführen kann. Das beginnt Anfang Februar, am 4. Februar, Sonntagnachmittag im Casino Hönigsberg. Da sind die Kinderfreunde Hönigsberg, die hier diesen Ball für die Kleinen organisieren. Am 11. Februar dann im Zuschlag im Stadtsaal, Kindermaskenball. Und vormittags wurde ja schon gesagt, der große Umzug in der Innenstadt im Mürzzuschlag, aber nachmittags auch noch das Maskeneislaufen in Hönigsberg am Eislaufplatz. Mürzzuschlag sorgt auch heuer wieder für jede Menge Veranstaltungen in der fünften Jahreszeit. Also mitfeiern, denn am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das ist Lukas. Er ist 7 Jahre alt und lebt in Salzburg. Lukas hat seit seiner Geburt eine schwere Muskelerkrankung und ist deshalb bewegungsunfähig. Durch die Make-A-Wish Foundation soll ihm sein größter Wunsch erfüllt werden, ein spezielles Dreirad, das am Fahrrad der Mutter fixiert werden kann. So hat Lukas die Möglichkeit, bei den Ausflügen der Familie dabei zu sein. Und genau deshalb wird wieder geradelt. Bei der dritten 24-Stunden-Spinning-Challenge im BeFit Fitness Club Hönigsberg wird versucht, in 24 Stunden mit 30 Teams zu je 4 Teilnehmern so viele Kalorien und Kilometer wie möglich zu erreichen. 120 Teilnehmer aus unserer Region strampeln für Lukas und für einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Der gesamte Reinerlös wird für Lukas Spezialrad verwendet. Der Start ist am Freitag, den 2. Februar um 18 Uhr. Übertragen wird dieses einzigartige Projekt 24 Stunden live im Internet, im Kabelnetz der Stadtwerke Mürzzuschlag und im Jahrnetz Kapellen Neuberg und Altenberg. Für Kinder ist das Verkleiden in der Faschingszeit immer etwas Besonderes. Aber wie feiern Jugendliche und Erwachsene den Fasching? Und feiern sie überhaupt? Zu dieser Frage hat sich Roland Rentenberger am Mürzer Stadtplatz umgehört. Vielleicht gehe ich ins Zentrum, ins Veranstaltungszentrum und feiere da, aber ich weiß noch nicht so genau. Im Mürzzuschlag ist ja einiges los. Zelt gibt es am Stadtplatz, dann gibt es natürlich auch Party schon am Montag. Ja, das muss ich mir noch überlegen, aber vielleicht komme ich vorbei. Ja, sicher ins Zelt wäre ich am Stadtplatz im Mürzzuschlag. Wie schaut es mit dem Verkleiden aus? Ja, selber eigentlich weniger, die Bekannten mehr, aber für mich ist das eigentlich, ist nicht so mein Ding, ne? Ich schaue mir es lieber an, ja. Arbeiten tue ich. Das heißt, Sie haben gar keine Zeit zum Feiern? Nein, mich interessiert der Fasching eigentlich so viel wie gar nichts. Und wenn Sie jetzt bei der Arbeit sind, kennen Sie da oder dürfen Sie sich da wenigstens verkleiden? Ja, dürfen wir schon, wenn wir wollen, ja. Ich würde ganz normal ins Zelt schauen und das war es eigentlich für mich. Verkleidet natürlich, oder? Das muss ich mir noch überlegen. Aber ich schaue, dass ich das Beste daraus mache. Im Job vielleicht verkleiden? Nein, leider nicht. Nein. Haben wir eigentlich nicht. Ist eh schade, ja. Aber es hilft nichts, ja. Weißt du überhaupt, was los ist im Mürzzuschlag zum Fasching alles? Der Karneval. Ja. Und was ist da alles? Paraden. Ja. Die so herumfahren und Süßigkeiten werfen. Ich muss mir zwar nicht überlegen, als was ich mich verkleide, aber wahrscheinlich schon, ja. Ich bin im 78. Lebensjahr. Die Zeiten sind vorbei, wo ich Jubel, Trubel, Heiterkeit mitmachen will. Also ich bin schon sehr zurückgezogen. Also wenn Sie mich konkret fragen, was ich mache,
nichts Wesentliches. Ich kann bei dir so als Prinzessin nicht was vorstellen, oder? Naja, früher, aber jetzt nicht mehr so. Bist du so alt wie eine Prinzessin, oder? Ja. Da feiern wir halt und da kommt ein Bautus und da verziehen sich manche Leute. Es ist halt echt geil und cool. Verkleidest du dich? Ja, halt ein bisschen. Weißt du schon was? Nein, ich weiß ja leider jetzt nicht, aber später schon vielleicht. Ich weiß eigentlich nicht Bescheid über den Fasching, weil ich habe mit denen sehr wenig zu tun. Ich habe leider einen Job, wo ich immer arbeiten muss und Saisonjob im Prinzip und habe keine Zeit für den Fasching. Der Hund kriegt eine lustige Faschingsmaske, vielleicht ein kleines Hüterl oder irgendwas Buntes, je nachdem, wie das Wetter ist. Und Sie schauen sich gar nichts an im Fasching? Oh ja, wir machen sicher eine Runde. Unbedingt. Oh ja, unbedingt. Muss man dabei sein. Na klar. Und verkleiden Sie sich nicht da ein bisschen? Das ist Überraschung. Das sagen wir jetzt noch nicht. Also müssen wir noch einen Hund Ausschau halten und dann erkennen wir Sie vielleicht auch wieder, oder? Schaut noch einen Hund aus, dann erkennen Sie uns vielleicht auch wieder. Okay. Leider bin ich nicht aus der Ecke von mir Zuschlag. Daher habe ich nicht so viel geplant, außer halt mit der Familie Fasching zu verbringen. Und das ist eigentlich schon alles. Ne? Und Wetter, Verkleidung? Ja, natürlich. Die Tochter geht als Pirat und Piratenbraut, besser gesagt, in einem schönen Kleidchen und natürlich die restliche Familie dann auch im gleichen Outfit. Ich bin leider, oder ja, Gott sei Dank, von Grom aus, vom Mürzsteg aus und bin beim Faschinger aus nicht beteiligt. Nicht beteiligt, das heißt, da gibt es kein Kostüm oder irgendwas, oder verkleiden Sie sich wenigstens zum Fasching? Ich gehe bei drinnen, in Leiberg haben wir einen Ball und im Mürzsteg haben wir einen Fußballgeschnass, da gehen wir maskiert. Und da maskieren wir uns auch so ein bisschen dazu. Also innerlich auch maskiert? Ach, so gehört es auch. Und nächsten Tag ist alles wieder gut. Mit dieser Umfrage zum Thema Fasching geht unsere Sendung zu Ende. Ich verabschiede mich aus dem Lernzentrum in Mürzzuschlag. Übrigens, hier im Lernzentrum werden nicht nur verschiedene Fächer unterrichtet, man lernt auch mit einem geeigneten Stift Mitschriften anzufertigen. Bitte, Ihr Stift.